Freunde, zurück bei Final Fantasy 9. In der letzten Folge haben wir einen Mega-Fail gebracht bei der Festlösung, wie ich mich erinnere. Und jetzt laufe ich langsam los zum Einkaufsfeld und hoffe, ich schaff's noch, ohne einen Kampf verwickelt zu werden. Aber ich befürchte es fast schon, dass es nicht klappt. Ja, ich habe nämlich hier gerade 10 Minuten abgewartet, aber. Eieiei, das könnte richtig eng werden. Ich denke mal, Freier wird das Ding sowieso rocken, weil wir jetzt so die Kämpfe brauchen. Ich habe mir gedacht, vielleicht schaffe ich es ja nochmal, den Typen ein paar Coins abzuluxen. Keine kommen möglich. Gib dir gleich. Keine kommen möglich. Ich möchte nicht so schnell wie möglich hier abhauen. Und dann quasi zum Gegner oder. Nee, wie heißt der? Kacke, ich hab's vergessen. Kommen. Aber irgendwie ist das jetzt gerade nicht so ganz machbar. Naja, egal. Soll aufhören, so reinzuatmen. Raya mit 88, das ist sensationell. So wollen wir das haben und nicht anders. Ich nehme jetzt mal eine gute Stunde auf, denke ich mal. Und jetzt haben wir gerade 18:20, 15 ungefähr. Nehmen wir jetzt eine Stunde auf. Stunde eineinhalb. Und dann geht's erstmal los mit StarCraft 2 Action. Bisschen trainieren. Ja, ihr habt richtig gehört hier. StarCraft 2 Action. Ziel Platin Liga. Mit den Zerg, aber nicht mehr mit Terraner. Und dann kann ich auch gleich eine kleine Ankündigung machen. Was ihr macht, das ist, weiß ich noch nicht so ganz, aber habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Sobald ich mir einen Laptop geholt habe, das voraussichtlich erst nach meinem Probezeitvideo sein wird, also in der Mitte Februar, werde ich mit der Rubrik StarCraft 2 anfangen, und zwar mit einem, ich werde das Ganze jetzt überspringen, das habe ich schon auch in der letzten Folge. Und zwar mit dem Let's Learn Reserve. Das heißt, ich werde mir einen komplett neuen Account anlegen. Oder einfach mein MMR so krass schrotten und runter in die Bronzeliga bolzen, bis wir quasi tief in der Bronzeliga sitzen. Und dann werden wir also uns schrittweise nach oben bewegen, sagen wir es einfach. Wir werden uns schrittweise nach oben bewegen und deswegen werde ich erstmal bis dahin trainieren müssen, dass ich so zumindest die Mechanics habe, dass ich euch auch erklären kann, worum es eigentlich so geht. Und sobald dies geschehen ist, das ist natürlich was ganz. So, was hast du? Ein Habenichts hast du. Gut, dann machst du bitte einmal Sprung frei. Also dann haben wir eigentlich auch recht wenig was zu tun hier. Ihr habt sowieso überhaupt nichts zu tun, was ist da für zu eingeht, sondern ich muss halt ein bisschen trainieren. Ein bisschen arbeiten an mir so, damit ich auch ja in Form komme. Ich war ja mal mit dem Planer. Mittleres Gold bis hohes Gold. Kam immer jetzt ganz drauf an, ich selber so Momente, da war es halt richtig gut. Dann gab es aber auch Momente, da war es, ja, ich sag mal, wirklich nicht mies. Das ist halt nicht passiert, finde ich. Ich möchte es so ein bisschen auf ein Niveau bekommen bei mir und deswegen halt einfach. Ja, trainieren jetzt einfach mal und die Mechanik. Wie gesagt, wir fangen bei der Bronze wieder an zusammen, was dann auch sonst. Und dann werden wir uns dann auch hocharbeiten bis hin zur. Ja, was ich halt bis dahin von dem Video erreicht habe. Kann natürlich auch sein, dass es bis dahin dann auch schon die Garten-Tier ist. Kann da auch sein, dass bis dahin erst immer noch Gold ist. Kann natürlich auch sein, wenn es ganz großes StarCraft ist von mir, dass ich da schon die Diamanten habe. Was aber eher
sagen wir es mal so, was eher utopisch ist. 3 KP, na toll. So. Dann hat man jetzt hier genug mit der Ankündigung erstmal, sagen wir es mal so, bis wir mal ein bisschen wieder trainieren werden oder so. Und Schluss. Die Zeit ist um. Der Sieger ist Freya. Gewonnen mit 88 Punkten. Mist. Jetzt kein Date hier. Was soll denn der Scheiß hier? Was? Motherfucker, shit, ey. Aber, das wollten wir. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend, Zirp. 88 Punkte und somit der Sieger. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Jägers. Zirp. Horalo, der uns einiges helfen wird. Gut geschlagen, Freya. Alles eine Frage der Übung. Großherzog Sid. Bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber ich bringe eine Nachricht vom König von Boromesia. Eine Nachricht vom König von Boromesia? Eure Exzellenz, aber eure Erscheinung. Sieh doch mal genau hin, der Mann ist blind, die Augen durch Magie verbrannt, Zirp. Wie lautet also die Nachricht, Zirp? Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Wir bitten um Unterstützung. Hä? Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Boromesia ist ein geschätzter Bündnispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken, Zirp. Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich diese Nachricht nach Boromesia. Schnell, Sir. Bringt diesen Mann sofort zu einem Arzt. Dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Boromesia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die die Grenzen patrouillieren, zurück, Zip. Und somit Alexandria aus den Augen lassen? Ja, wir können Boromesia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen. Also wahrscheinlich Schwarzmagier wie Vivi. Aber Mutter hat Boromesia angegriffen. Ich bitte mich zu entschuldigen. Ich kann nicht warten, bis die Luftschiffflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freya. Danke, mein Bester. Aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für einen Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob sie passt oder nicht, ich komme mit. Danke. Sie dann. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lasst uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hatte recht. Außerdem wissen wir nichts über unseren Gegner, Zirp. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind... Verstehst mich doch, oder, Sidan? Ich muss sofort zu Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Sidan! Bleib bitte hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber. Da tobt ein Krieg. Da sterben Menschen, hörst du? Ja, aber... Lin, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Er tat mir so leid. Richtig, ja genau, du warst traurig und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht es aber, ihr beiden. Das ist jetzt nicht die Zeit für ein Wortgefecht. Seine Exzellenz hat recht, wir müssen unverzüglich nach Boromesia. Öffnet ihr das Erzdrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt, Zirp. Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mal genießen, Zirp. Wie können wir bitte ein stärkendes Mal
haben, wenn ich wüsste, dass irgendwas angegriffen wird von mir daheim, dann laufe ich los um mein Leben, so ungefähr. Naja. So. Okay. Das sieht köstlich aus. Lauter gute Sachen. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert. Seit über 500 Jahren schon. Zirp. Am besten isst man ihn mit den Händen. Lass die Etikette Etikette sein und haut rein. Zirp. Dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. So, auf Rex. Schmeckt gut. So edles Futter gibt's nicht alle Tage, also rein damit. Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres. Das reicht. Na dann, hau mal. Hau mal rein. Vom Allerfeinsten der Braten. Ah. So. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Ihr sagt es, eine seltene Gaumenfreude. Fürwahr. Ja. Kartensammler können wir so. Bild 63. Okay. Ja. Ich bin ziemlich. Ich wäre ja ganz schläfrig. Oh nein, Lilly. Oh Gott, na. Oh nein, wurden wir vergiftet? Nein. Auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin. Ich hätte vorkosten sollen, dann wäret ihr. Ach, hört doch auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eure Portion habe ich nichts getan. Hä? Na nun? Jetzt, wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was habt ihr da eben gemacht? Gesagt? Prinzessin habt ihr etwa? Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Sidan habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zweck einzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Tja, ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr mir es befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Bomesia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in den alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben. Und was aus Mutter wird, weiß ich. Ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Aber außer Mutter habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit euch und stehe euch bei. Danke, Stein. Gut, dann sollten wir nach Lindenhof verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Ja, dann hau halt ab, Mann. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Es tut mir leid, Sidan. Er ist ja wohl mit seinen eigenen Wachen geschlagen worden. Schnell, beeilt euch. So. Wo gehst du hin? Ich hätte ihr das nie geben sollen. Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt. Zip. Lilly sagte, sie schlafe nicht gut. Nicht so gut in letzter Zeit, da habe ich ihr etwas davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen, aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich dabei nur gedacht? Sie ist doch nicht einfach vor uns nach Bogmesia los. Wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen, Zip. Vivi, hoch mit dir. Wir brechen sofort nach Bomesia. Wir gehen durch Gisa Marulukis Kohorte gleich hinter dir, Bomesia. Dann fahrt mit dem Aufzug in
ins Erdgeschoss und verlasse das Schloss durch das Erddrachentor. Zip.